liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid. Das ist meine Küche. Und das ist die Kochsendung von Hello Kitty. Bats Maru wurde von Hello Kitty zur 5 Uhr Teeparty eingeladen und hat zu diesem Anlass einen wunderschönen Pflaumenkuchen gebacken. Aber er ist herzhaft. Seine Freundin haben ihm verziehen, weil er wirklich lecker ist. Lasst ihn uns gemeinsam zubereiten. Zutaten: gewürfelter Räucherspeck. 3 Eier. Kirschtomaten. 100 Milliliter Milch. Ein Päckchen Backpulver für herzhafte Kuchen. 100 Gramm geriebener Gruyère Käse. 60 Milliliter natives Olivenöl extra. 100 Gramm geriebener Käse. Salz. Pfeffer. Süßes Paprikapulver. Utensilien. Kastenbackform. Küchenutensilien. Ausgedrucktes Bild von Bats Maru. Zuerst waschen wir gründlich die Kirschtomaten. Dann schneiden wir sie in Stücke und legen sie beiseite. Lasst euch beim Schneiden der Kirschtomaten von einem Erwachsenen helfen. Wir nehmen eine große Schüssel und geben das gesiebte Mehl hinein, und zwar so. Jetzt fügen wir das Backpulver und den geriebenen Käse hinzu. Wir vermischen alles gut. Und fügen den geriebenen Gruyère Käse, den gewürfelten Räucherspeck und die kleinen geschnittenen Kirschtomaten hinzu. Noch einmal alles gut umrühren. Wir fügen langsam das native Olivenöl extra hinzu und rühren alles gut um, damit es sich gut verteilt. In eine andere Schüssel geben wir die aufgeschlagenen Eier. Und verquirlen sie mit der Milch, bis sie schaumig sind. Dann fügen wir Salz und Pfeffer hinzu. Wir gießen die verquirlten Eier in die beiseite gestellte Mischung und rühren alles mit einem Spatel um, bis alle Zutaten vermengt sind. Das sieht dann in etwa so aus. Jetzt nehmen wir die Kastenbackform und gießen den Teig hinein und glätten ihn mit einem Spatel. Wir backen den Kuchen ca. 50 Minuten im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad, bis die Oberfläche unseres Pflaumenkuchens eine schöne Farbe hat. Während der Mini-Pflaumenkuchen im Ofen ist, druckt ihr die Datei aus, die ihr in der Videobeschreibung findet. Wir schneiden die Silhouette von Bats Maru aus, damit wir eine Schablone von unserem unruhestiftenden Pinguinfreund haben. Nachdem der Pflaumenkuchen fertig ist, lassen wir ihn abkühlen. Jetzt bestreuen wir mit Hilfe der Schablone, die wir zuvor erstellt haben, den Pflaumenkuchen mit dem süßen Paprikapulver, um das Zeichen von Bats Maru zu hinterlassen. Und fertig ist unser falscher Pflaumenkuchen. Er passt vielleicht nicht zum 5 Uhr Tee, aber ist er nicht genauso locker und lecker wie ein echter Pflaumenkuchen? Und wem werdet ihr diesen genialen Streich spielen? Abonniert den Kanal und
aktiviert die Glocke. Klickt auf Gefällt mir und teilt das Video mit euren Freunden. Verfolgt meine Abenteuer